kommen nämlich zu Paar 08, Georgi Makasaria und Maria Sandner. Und bei denen kann man ja ein klassisches Phänomen der Dancing Stars Geschichte beobachten. Nach wochenlangem gemeinsamen Training, ja, verschwinden eben die Grenzen zwischen Choreograf und Schüler immer mehr. Freitag wirklich dieser Schub, den man bekommt vom Publikum und von der Atmosphäre und live plötzlich, das gab mir diese Energie. Spritzig, witzig, federleicht. 31 Punkte, wir sind sehr glücklich. Jury war zufrieden, Leute sind aufgestanden, das war unglaublich. Super Punkte, aber es geht nur besser. Ja. Mit dem Cha-Cha-Cha müssen wir die Hütte abfackeln. Mittlerweile, während der Startplatz ist sich eigentlich so entwickelt, dass der Georgi irrsinnige Freude dabei hat, wenn er hin und wieder so ein bisschen den Choreografen spielen lässt. Georgi, der ist wieder mit choreografieren. Das ist ein Wahnsinn. Wie viele Schritte waren das jetzt? Zwei? Er ist einfach voll motiviert, wenn es führt jetzt in die zwei Passagen, darf er so ein bisschen Persönlichkeit mit reinbringen. Hey! Na, kann enden, Dant. Es kann nur ein Zufall sein, dass mir irgendwas Lustiges dann, wo sie sagt, hey, ja cool, das macht man sich. Was hat ich vielleicht gerade gemacht? Ja! Ja! Na, die Vorher war viel besser. Was war das vorher? Das grundsätzliche Problem bei seinen Moves ist, dass er es einmal macht. Und wenn ich sage, er soll das Gleiche wiederholen, dann hat er keine Ahnung mehr, was er gemacht hat. Na, das hast du nicht gemacht. Ja, denn, jetzt merkt er den einmal. Okay. Manchmal ist es so, dass ich Georgi natürlich noch ein bisschen push mit dem, indem ich sage, du bist so der geile Choreograf schon, Georgi. Wenn dann ich als Choreograf sogar von der Meisterin Maria gelobt werde, dann fühle ich mich ganz stolz. Aber im Endeffekt reißt dann eigentlich wieder genauso, wie ich es brauche. Oh mein Gott, Georgi, was spürst du in deinem Körper? Heiterkeit. Und hier ist Paar 08 mit einem Cha-Cha-Cha. Hier sind Georgi Makasaria und Maria Sandner. I see you drive around town with the girl I love. And I'm like, forget you. I guess the change in my pocket wasn't enough. I'm like, forget you and forget her. Georgi ist blau. Super Cha-Cha direkt von der Bowlingbahn in den Ballroom und keinen Hals mehr auf dem Sessel. Das war nicht schlecht. Georgi, du bist super. Ja. Georgi kann momentan leider nicht atmen.
Georgi hat alle seine 5 Sprachen verlernt. Ein Cha-Cha hat gereicht. In der Zuspielung haben wir gesehen, du hast gesagt, ich spüre Heiterkeit in meinem Körper. Was los? Semifinale, wo sind die Schmerzen, die Blasen, die Müdigkeit? Was los? Es gibt keine neuen Schmerzen mehr. Alle Schmerzen habe ich schon durch. Ja? Es ist nur noch die Heiterkeit, die drüber liegt. Es bleibt nur mehr die Heiterkeit. Ja, das glaube ich, wenn man so drüber ist. Gell? Ja. Na, also offensichtlich bringt es ja was. Wir haben eine ganz schöne Stelle, die ich euch nochmal zeige. Ihr könnt es euch nochmal selbst zuschauen, wie schön ihr, bitteschön. Ist es jetzt eigentlich deine Choreografie, Georgi, oder Marias? Genau, das durfte ich mir einfallen lassen. Das Stück. Und es passt rein, ihr seid ein gutes Team auf jeden Fall. Genau. Du hast eine Tanzschule, meine Nichte hat auch gerade angefangen zum Tanzen, die Amelie, und hat als ersten Tanz den Cha-Cha-Cha gelernt. Genau. Warum? Weil er so einfach ist oder so einfach schaut es nicht aus? Nein, ist eigentlich nicht so ein einfacher Tanz, aber grundsätzlich wird Cha-Cha-Cha wirklich einer von den ersten Tänzen, die man in einer Tanzschule lernt, einfach auch, weil es auf irrsinnig viele Bälle gespielt wird und weil man Cha-Cha-Cha wirklich immer brauchen kann. Und wie leicht hast du dir jetzt damit getan, unterm Strich? Wahnsinnstanz. Wahnsinnstanz. Nicole, Wahnsinns-Performance, oder? Absolut, das war für mich, das war bombastisch, also unglaublich gut. Bei dir, es ist so, bei dir, bei euch, man spürt, wenn du tanzt, ja? Und der Funke, der sprüht drüber. Und das ist einfach, das ist das, was es jetzt benötigt, für ins Finale zu kommen. Du hast einen tollen Boxstep getanzt, Cuban Breaks, alles lässig, alles in den Boden hinein. Und du hast, deine Hüfte, die rotieren, das ist unglaublich. Also, er weiß jetzt, dass er Hüfte hat. Nein, Hüfte hat er, das hat er und die tanzt er auch, das ist vor allem. Also ich muss sagen, für mich, ihr müsst im Finale sein. Es ist doch schon fast eine Empfehlung, die da abgegeben wird. Boller schaut so, als würde er das ein bisschen kritischer sehen. Allerdings. Moment. Boller, darf ich ganz kurz, bevor du jetzt ganz, ganz kritisch wirst. Ich finde, ich habe lange überlegt, wie könnte man den Kommentaren von Boller schon ein bisschen, dieses Strenge nehmen und den Schrecken nehmen. Und ich finde, wenn man Bollasch auf Deutsch ausspricht, dann klingt es nicht mehr so ernst. Also, wie war der Cha-Cha-Cha, Blasius? Gut recherchiert, lang gedauert. Das kriegst du noch zurück. Das war das Fieseste, was du jemals gemacht hast. Jetzt komm, Blasius, sei nicht so. Danke, Miriam. Ja, ich war sowieso schon wütend und zornig, weil du einfach Elemente drauf hast, die ich nicht einmal ich beherrsche. Und zwar der Ding da. Wie heißt der Ding? Ah. Zeig mal, den will ich können. Zeig mal. Geht nicht. Das kannst du nur. Ja. Also ich glaube, mehr geht nicht. Das originellste Paar der Show. Ich schicke euch nach draußen, mehr geht jetzt nicht mehr. Dankeschön, wir freuen uns auf mehr. Falls Georgi und Maria für Sie auch Fixstarter im Finale sind, dann anrufen unbedingt, weil ohne Ihre Stimmen geht gar nichts. 50% die Jury, 50% liegen bei Ihnen zu Hause. 090 10 59 09 08. Und kein Jump. Du hast. Willkommen. Siehst du, einfach geht es. Du kannst aus einem Blasiussturm so ein Blasiusslüfterl machen. Das geht ganz einfach. Das ist ein Fan von dir. Jetzt, auch du, zig Wochen dabei. Wie geht es dann noch zig Wochen? Also, außer dass du Heiterkeit in deinem Körper verspürst. Fitter, erschöpfter? Wunderbar, auch natürlich um einiges fitter als vorher.
Ich habe solche Oberschenkel habe ich so richtig so muskulöse bekommen. Ja. Ja, unerwartet. Na gut, hast aber gehabt auch schon. Das ich. Aber mir kommt auch vor, du bist ja der, der sich wirklich der uneitel ist, der gesagt hat, Gewicht ist mir wurscht. Du bist der Einzige, der nicht weiß, habe ich abgenommen oder zugenommen. Es gibt Wetten, es gibt Leute, die sagen, der hat zugenommen während Dancing Stars. Ich behaupte, du hast abgenommen. Und ich habe mir gedacht, wir testen das jetzt bitte. Live. Stell dich da her. Aber ich muss dann so ein bestimmtes... Eine ganz genaue Analogfrage. Stell dich da drauf. Allein das Hemd wiegt 3 Kilo. Ja, das ist der Schweiß, der gehört dir auch. Das ist auch deiner. Na gut. Ja, die geht etwas. Na? 134. Mit wie viel hast du angefangen? 139. Nein. Und das Hemd muss man wegrechnen. Mindestens 4 Kilo. Na gut, jetzt so falschen. So falschen tun wir nicht. Also 134. Ich glaube, du hast mit 135 angefangen. Na, 139 habe ich angefangen und ist super. Du hast aber schon zwischendurch auch Diäten immer probiert. Das hast du einmal erzählt. Das ist. Ja, aber das Problem, dass mit einer Diät war ich nie satt. Ich habe mehrere probieren müssen. So kann man auch abnehmen probieren. Deswegen nimmst du nicht ab. Jetzt für euch geschwind der Partnercheck. Ich sie. Oh Gott. Ich er. 3 schnelle Fragen. Wer. Ob ich mit den Tafeln, damit man es nicht sieht. Spontan, schnell und gleichzeitig antworten. Wer kocht besser? Okay, völlige Übereinstimmung. Das haben wir schon gehört. Zweite, wer schimpft mehr beim Training? Jetzt hast du korrigiert. Komm, das war ein Ich. Das Nein, war ein er schimpft ich. Nie. Er schimpft nie. Ich schimpf immer. Du schimpfst immer. Aber beim Training. Also nur beim Training. Drittens, wer kann besser mit Kritik umgehen? Müssen wir noch denken. Und? Ja, das stimmt. Das schaffst du gar nicht, oder? Ha? Ma, ja, du hast alle positive Seiten. Maria ist mehr sensible Frau. Das, okay, ja, in dem Sinn wirst du es leichter tun als sie, weil jetzt kommt die Wertung. Ihr Plan war, die 33 Punkte von letzter Woche noch zu toppen. Ob der aufgeht, schauen wir uns gemeinsam an. Hannes, deine Punkte bitte. Auf ins Finale. Thomas. Original Ruskaya, cha cha cha. Nicole. Der erste Zehner von Nicole. Und Balasch. Wenn Blasius, dann bitte heilig. 9. Und 9 vom heiligen Blasius. Und damit sind 37 Punkte. 37 Punkte, glaube ich. Ich glaube, das ist der Schaffenrekord. Ich gratuliere euch. Und jetzt ein ebenfalls heiliger Moment. Jetzt ist nämlich die Jitterbug-Herausforderung. Du hast noch 2 Möglichkeiten. Entscheide dich weise. Ein Song ist super, der andere ist superer. Atebate шли солдаты, atebate на базар, atebate и купили, atebate самовар. Atebale самовар. Okay. Wo man Samovar auf? Was ist drin? Heiße. Nein. At the hop. Und at the hop klingt. Das ist ein Klassiker, oder? Ja, super. Ich freue mich. Bitte, nehmt das mit, spielt das so oft, wie ihr wollt. Vergesst aber nicht, euch umzusehen, Choreografie und dann rechtzeitig wieder zurück zu sein. Ab mit euch!